paar Worte sollen erlaubt sein. Wenn schon Sonntag ist, dann gehört wenigstens eine kurze Predigt dazu. Als ich geweiht wurde, hätte ich nicht geglaubt, dass ich an einem Sonntag einmal vor einer Kamera und zwei Schwestern alleine den Gottesdienst feiern werde. Und da kann man natürlich jetzt murren, wie in der ersten Lesung, ja, wo die Israeliten murren in der Wüste, weil sie kein Wasser mehr haben. Und auch heute haben einige Leute bei mir angerufen und haben gemurrt, dass sie nicht in den Gottesdienst gehen dürfen. Aber ich habe ihnen versprochen, dass wir Gottesdienst feiern und dass wir verbunden bleiben. Und deswegen freue ich mich besonders, dass die Möglichkeit besteht, dass wir eben übers Internet miteinander verbunden bleiben. Und da merkt man schon, in welche Richtung das geht. Wir müssen in diesen Tagen alles ausnutzen, dass wir schauen, dass wir miteinander verbunden bleiben. Denn es geht jetzt nicht um das, dass wir die Kirchen zuhauen, dass wir alle Angst haben vor dem Coronavirus und dass irgendwas passiert und dass wir schauen, was wir machen und in irgendeine Hysterie verfallen, sondern dass wir das nutzen, was wir haben. Und deswegen feiern wir Gottesdienst. Und das haben wir gehört. Der Paulus hat es uns in der Lesung so wunderschön gesagt. Ich muss den Satz nochmal wiederholen, wenn er da sagt: Die Hoffnung aber lässt uns nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Das ist für mich ein entscheidender Satz, gerade in diesen Tagen. Wir verlieren nicht die Hoffnung. Wir beten, wir glauben. Wir bleiben miteinander verbunden. Denn uns ist eine Hoffnung geschenkt über den Tod hinaus. Ich sage das bei der Taufe, meine Leute, immer wieder. Wir Christen sind wir so Stehaufmandel. Da mag der Wind schon mal gehen. Da mag schon mal so ein komischer Virus daherkommen. Aber umhauen lassen uns wir nicht. Wir haben einen Glauben. Wir wissen, dass Gott uns liebt. Wir wissen, dass er längst uns erlöst hat. Dass er uns Heil schenkt. Und so wird sich in diesen Tagen hoffentlich zeigen, dass wir echte Christen sind. Die nicht aufgeben, die jetzt beten, die auf Gott vertrauen und die so eben versuchen, das Licht des Glaubens hochzuhalten. Und wir haben ja Möglichkeiten, aufeinander zu schauen, dass wir die, die unter Quarantäne sind, was vorbeibringt zum Essen, dass wir miteinander beten, dass wir am Telefon sitzen, auch der Pfarrer wird in diesen Tagen immer wieder beten und da sein. Und wir schauen, dass wir eben so wirklich eine Gemeinschaft des Glaubens sind. Also, wir Christen lassen uns nicht untergehen. Wir vertrauen auf Gott, denn wir gehen auf das Fest zu, wo wir feiern, dass wir keine Angst mehr haben brauchen, weil Gott uns längst erlöst hat, weil er uns liebt. Amen. Lasst uns anstelle der lauten, heute zuerst einmal das Glaubensbekenntnis sprechen, so wie es am Sonntag dazugehört. Wir bekennen unseren Glauben an den lebendigen Gott, der uns liebt, der uns auffängt, der uns trägt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns anstelle der lauten Fürbitten jetzt einen Moment der Stille halten, wo wir in unseren Anliegen Gott bitten, wo wir ihm alles anvertrauen, was uns in diesen Tagen beschäftigt, wo wir alle mit einschließen, die jetzt gerne bei uns wären und wo wir für alle beten, die unter Krankheit und Angst leiden.
Herr Jesus Christus, du bist in unserer Mitte. Du bist in unserem Herzen. Du weißt, was wir brauchen. Du kennst unsere Leiden. Du weißt um unsere quälenden Ängste. Wir legen unser Leben in deine Hand und wissen uns unter deinem Schutz geborgen, damit wir dich auch heute loben und in Ewigkeit. Amen. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus meinen Händen, zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Barmherziger Gott, befreie uns durch dieses Opfer von unseren Sünden und schenke uns die Kraft, auch den Brüdern zu vergeben, wenn sie an uns schuldig geworden sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hatte der Samariterin schon die Gnade des Glaubens geschenkt, als er sie bat, ihm einen Trunk Wasser zu reichen. Nach ihrem Glauben dürstete ihn mehr als nach dem Wasser, denn er wollte im gläubigen Herzen das Feuer der göttlichen Liebe entzünden. Darum preisen dich deine Erlösten und vereinen sich mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Dich, gütiger Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus,
Nimm diese heiligen, makellosen Opfergaben an und segne sie. Wir bringen sie da vor allem für deine heilige katholische Kirche, in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Reinhard und mit allen, die Sorge tragen für den rechten katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit, behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Gedenke deiner Diener und Dienerinnen, für die wir heute besonders beten, und aller, die hier versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar, und sie selber weihen es dir für sich und für alle, die ihnen verbunden sind, für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern wir den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist, und gedenken deiner Heiligen. Wir ehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes Jesus Christus. Wir ehren ihren Bräutigam, den heiligen Josef, deine heiligen Apostel und Märtyrer, Petrus und Paulus, Andreas und alle deine Heiligen. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache in allem deine Hilfe und deinen Schutz. Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde. Ordne unsere Tage in deinem Frieden, rette uns vor dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. Schenke, o Gott, diesen Gaben Segen in Fülle und nimm sie zu eigen an. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände. Er hob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl diesen erhabenen Kelch in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, sagte dir Lob und Dank, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir deine Diener und dein heiliges Volk
das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar, das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles. Blicke versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie an wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel, wie das Opfer unseres Vaters Abraham, wie die heilige Gabe, das reine Opfer deines hohen Priesters Melchisedek. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar vor deine göttliche Herrlichkeit. Und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Gedenke auch deiner Diener und Dienerinnen, die uns vorangegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens und die nun ruhen in Frieden. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern, Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas und mit allen deinen Heiligen. Wäge nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Darum bitten wir dich, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn erschaffst du immerfort all diese guten Gaben, gibst ihnen Leben und Weihe und spendest sie uns. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen, ja, wir sind Kinder Gottes, so beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du bist unsere Kraft, unser Friede, unsere Hoffnung. Dich bitten wir. Schau nicht auf unsere Sünden, schau auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Dein Geist.
Seht, Jesus Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Ich danke euch, dass ihr den Gottesdienst mitgefeiert habt. Ich danke allen, die am Internet dabei waren und mitgefeiert haben und mitgebetet, und wünsche allen für den kommenden Tagen wirklich viel Kraft und viel Vertrauen auf Gott. Und so bitten wir am Ende dieses Gottesdienstes um seinen schützenden und begleitenden Segen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. So segne, behüte, stärke und begleite euch, schenke euch ein Herz des Glaubens und festes Vertrauen auf den lebendigen Gott, der Allmächtige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Ich finde es ganz wichtig, dass die Leute wissen, der Pfarrer ist da. Er betet für uns. Ja, das ist einmal das Erste. Und dann habe ich auch gesagt,
dass ich jeden Tag versuche, ich habe ja 18 Kirchen, also dass ich immer mal überall präsent bin. Ich werde schauen, dass ich immer mal wieder halbe die Stunde da bin und ein bisschen die Kirchen abfahre, jeden Tag woanders. Und da ins Gebet gehe, auch in die Stille, denn wenn Leute kommen, die Kirchen bleiben ja offen, dann kann man wenigstens im Einzelkontakt ein bisschen sprechen. Und wenn jemand kommt und sagt, ich habe ein persönliches Problem, dann kann man reden. Man kann ja Abstand halten, aber die Leute spüren, er ist da. Also ich glaube, das ist ganz wichtig für die Leute zu wissen. Und sonst geht natürlich im Büro die Arbeit weiter. Und für Notfälle bleiben wir sowieso immer da. Also da lasse ich mich auch nicht abhalten, da hinzugehen. Sie kommen ja mit vielen Leuten zusammen. Haben Sie nicht ein bisschen Angst auch vor dem Virus? Na, ich habe vom Virus gar keine Angst. Nicht. Also wenn ich kein Gottvertrauen mehr habe, also wenn der Herrgott mich abberuft, dann soll er mich holen. Aber Pfarrer hat er momentan nicht so viel. Ich hoffe, er ist ein bisschen einsichtig und sagt, den lassen wir noch ein bisschen unten. Jetzt gehören ja jüngere Pfarrer nicht unbedingt zur Risikogruppe, aber Sie können es natürlich auch übertragen auf andere. Haben Sie da ein bisschen Angst? Da muss man halt aufpassen. Also deswegen muss ich schauen, dass ich einen nötigen Abstand halte, gerade bei Risikogruppen. Man weiß das ja, wenn man ältere Menschen besucht, dass man sich immer wieder die Hände wäscht und das Ganze, was wir jetzt ja immer wieder hören, da versuche ich schon aufzupassen. Das ist klar. Habe ich eine Verantwortung. Wann glauben Sie, dass Sie wieder einen normalen Gottesdienst mit Gläubigen feiern dürfen? Ich hoffe auf Ostern, aber ich bin momentan, also ich mache keine Prognosen, weil wir haben letzte Woche so viele Prognosen gemacht und stündlich hat sie sich geändert. Also seien wir mal brav und dann brav beten, dann schauen wir, was der Herrgott sagt.